Wir von Learn for Life haben uns in der letzten Woche gefragt, was wir zur aktuellen Situation beitragen können. Und so ist unser Herzensprojekt Learn for Life School entstanden. Wir haben die besten Coaches im deutschsprachigen Raum gefragt, ob sie euch eine Stunde schenken. Ich, Vater von zwei Kindern, war immer skeptisch sowas gegenüber. Sag nur eins, es ist geil. Hallo, ich unterrichte an einer neuen Mittelschule in St. Martin im Mühlkreis und kann Learn for Life School wirklich empfehlen. Wenn wir wieder mit der Schule beginnen, werde ich diese Programme auf jeden Fall in meinem Unterricht einsetzen. Und noch einmal danke. Hallo, ich bin der Leon Sachsinger und ich will mein Leben erfolgreich werden, darum schaue ich Learn for Life. Ohne Input, kein Output. Ich glaube schon, dass dieses Format ein Teil vom Unterricht werden könnte, vor allem des Online-Unterrichts, denn man kann sich ja jederzeit den Livestream noch online auf YouTube ansehen. Liebe Zuseher, die dieses aufgezeichnete Webinar auf der Wissensplattform Learn for Life jetzt sehen und sich über die nächsten 30, 40 Minuten über ein Thema informieren möchten, das man einerseits beschreiben kann als eine Erfolgsgeschichte unseres Organismus, zum anderen aber sehr viel mit der Gesundheit, die ja aktuell in aller Munde ist, zu tun hat. Wobei weniger die Gesundheit in aller Munde ist, sondern mehr die Bedrohung durch Krankheiten, durch Viren. In dem Fall ist es ein spezieller Virus. Aber darauf wollen wir nicht allzu sehr eingehen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang Mut machen, was in uns steckt, was alles möglich ist, was wir selber in der Hand haben, wo wir Eigenverantwortung besitzen und wo wir dann letztendlich auch unsere eigene Geschichte schreiben können. Unsere eigene Erfolgsgeschichte hoffentlich. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin ausgebildeter Sportwissenschaftler, habe circa 10 Jahre dann an der Universität in der Forschung, in der Lehre gearbeitet, war glücklicherweise Zeit meines Lebens immer in Kontakt mit Sport. Zunächst einmal als Sportler und Leistungssportler, dann auch in der Betreuung von Top-Athleten, von Spielern bis hin zu Fußballmannschaften im Profibereich. Und bin aktuell auch Betreuer der Nationalmannschaft als Sportwissenschaftler der Fußballnationalmannschaft und habe eine eigene Praxis für vegetatives Training in Linz, in der Nähe von Linz. Und möchte eben aufgrund meiner Fußballvergangenheit und Gegenwart auch ganz kurz darauf hinweisen, dass es ja immer wieder auch versucht wird, dass man Erfolgsstrategien, verschiedene Konzepte, verschiedene Rezepte manchmal aus dem Sport in die Wirtschaft übertragen möchte, in den Alltag, in das Alltagsleben, weil man im Spitzensport ja doch meist an der Grenze von Belastungen ist, an der Grenze von Drucksituationen ist und diese menschlichen Reaktionen und diese Prozesse, die dann im Organismus stattfinden, gerne auch in den Alltag überträgt und versucht, daraus zu lernen. Das ist ja unser Hauptziel, dass wir ein paar Golden Nuggets dabei haben, dass wir ein paar Learnings dabei haben, auch heute hoffentlich in diesen nächsten Minuten. Also es wird immer versucht, so einen Brückenschlag zu wagen zwischen dem, was im Spitzensport passiert und dem, was auch in der Wirtschaft passiert, in Betrieben, in Abteilungen, vielleicht sogar auch in Klassenverbänden. Und wenn man dann so diese ersten wichtigen Grundelemente unserer eigenen Handlung betrachtet, was ist wichtig, damit wir erfolgreich durchs Leben schreiten, was ist wichtig, damit wir unsere Gesundheit fördern, damit wir möglichst so gesund bleiben, wie wir auf die Welt gekommen sind, dann fallen uns zumindest 4 Teilbereiche auf, die wir ganz unmittelbar selbst in der Hand haben. Das ist sowas wie meine Kernkompetenz. Das ist einerseits die Bewegung, wie wir uns bewegen, wie oft wir uns bewegen, mit welchen Intensitäten, aber auch wie vielfältig. Dann ganz wichtig und wesentlich, was wir für unsere Ernährung heranziehen, was wir an Lebensmitteln konsumieren, auch klarerweise wie viel.
Dann auch, wie wir atmen. Das Atmen hat eine sehr grundlegende Bedeutung in unserem Organismus, dazu später ein bisschen mehr. Und auch, wie wir denken, was wir denken und wie uns das dann als gesamten Organismus beeinflusst. Das sind also die inneren Bezirke, die es betrifft, die inneren Handlungen, die wir mehrfach täglich tun und an denen wir kleine Schrauben drehen können. Und dann gibt es noch drei Teilgebiete, die wir nicht ganz in eigener Hand haben, wenn wir jetzt vielleicht noch betrachten, unsere Gemeinschaft, in der wir uns hauptsächlich aufhalten, also die Freunde, die wir treffen, unsere Familie auch. Das ist etwas, was man sich teilweise aussuchen kann, teilweise natürlich auch nicht. Aber man sagt ja, zeige mir deine fünf Freunde und ich sage dir, wer du bist. Also das hat schon einen ganz großen Einfluss auf das System Organismus, auf das System Mensch. Die Gesellschaft, gerade unsere gesellschaftlichen Themen, die uns gerade bewegen, die beeinflussen uns ganz vehement und auch diese Umwelt, wo wir ein Schäuflein beitragen können, wie diese Umwelt aussieht, aber natürlich dann nur in der Gesamtheit wirklich großen Einfluss haben. Anders sieht es aus in unserem Organismus. Ich habe jetzt nur ein paar dieser kleinen Bausteine, dieser Zellen hier dargestellt. Und geht es den Zellen gut, so geht es unseren Organen gut. Die Zellen bilden ja als Funktionseinheit Organe. Und geht es den Organen gut, geht es dem gesamten Organismus gut. Das heißt, man könnte durchaus sagen, je nachdem, wie diese Zellen beschaffen sind, wie sie permanent versorgt sind und in welchem Milieu sie sich bewegen dürfen, ist verantwortlich dafür, wie das Betriebsklima in unserem Organismus aufgebaut ist, wie es gut oder weniger gut herrscht. Und Betriebsklima, das ist ein Begriff, den kennt jeder aus dem Berufsleben vielleicht der Eltern oder auch aus dem Klima in der Klasse. Insofern glaube ich, dass jeder sehr schnell versteht, was gemeint ist. Ein fauler Apfel verdirbt manchmal die ganze Kiste. Das heißt, wenn irgendwo schlechte Stimmung herrscht, dann überträgt sich das sehr schnell auf die gesamte Gruppe. Jeder Einzelne ist aber verantwortlich, dass er ähnlich dieser Smileys hier besonders für diese gute Stimmung, für dieses gute Betriebsklima sorgt. Und so ist es dann auch möglich, dass sich viele an einem Gesamtwohlbefinden beteiligen, ob das jetzt ein Betrieb ist, ob das jetzt eine Klasse ist, eine ganze Schule oder ein Freundeskreis. Das ist in dem Falle eher nebensächlich. Jetzt schauen wir uns noch an, welche Alltagshandlungen da eben besonders, ich habe sie zuerst mit den Überschriften schon erwähnt, welche uns besonders nützlich sein können, damit wir gesund durch den Alltag kommen. Der Grund, warum ich mir auch dieses Thema ausgesucht habe, den könnte man durchaus auch auf die aktuelle Situation, die man permanent in den Medien verfolgen kann, zurückführen. Wir haben ja aktuell keine fünf Themen an der Hand. Eines davon ist eben dieses riesengroße Pandemie-Bedrohungsthema. Und es wird aber meist nur eine Seite der Medaille beleuchtet. Und das ist diejenige der möglichen Krankheit. Das ist die des hoffentlich ausreichenden Schutzes, besonders von bedürftigen Personen, aber natürlich auch für jeden Einzelnen selbst. Und dann irgendwann sozusagen, wann kommt die große Rettung, wann kommt eine Impfung oder wann ist dieser Virus vielleicht nicht mehr so wirksam oder wir haben entsprechend eben Schutzmaßnahmen auch erfolgreich eingesetzt. Was wir aber ganz wenig bis gar nicht aktuell hören, ist dieser eigenverantwortliche Aspekt. Was kann jeder selber dafür tun, dass sich das Immunsystem stärkt, das ja wie ein Muskel fungiert, das, wenn du es trainierst, auch entsprechend stärker wird. Und hier spielt Bewegung, insbesondere Bewegung in der freien Natur, eine große Rolle. Ich meine, dieses Bild zeigt, glaube ich, auch dieses freudvolle Bewegen. Und wenn da steht zielloser Nutzen, dann heißt das nichts anderes, als dass es die Bewegung an sich schon ausmacht. Wir haben einen Bewegungsapparat, nicht umsonst als solcher auch bezeichnet. Er heißt nicht Stillhalteapparat, er heißt Bewegungsapparat. Wir haben über 600 Muskeln, die unserem Apparat, das klingt jetzt ein bisschen mechanisch, unseren Körper bewegen können. Der besteht, damit alles nicht ganz so inkonsistent ist und ein bisschen fester wird,
aus über 200 Knochen oder aus über 70 Gelenken. Also jedes einzelne Gelenk bietet hier eine Variationsmöglichkeit an Bewegung. Und ob das jetzt das Spazierengehen auf der einen Seite oder das Sportausüben auf der anderen Seite ist und eine sehr technisch anspruchsvolle, komplexe Bewegung dann ist, das soll jetzt gar nicht so das Thema sein, sondern wichtig ist nur, dass wir uns bewusst sind, dass Bewegung unsere Gesundheit in jeder Hinsicht fördert. Es sei denn, es führt in irgendeiner Form zu Überlastungserscheinungen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Es muss nicht zwingend der Sport sein, aber Bewegung ist zwingend notwendig, damit sich unser Organismus wohlfühlen kann, damit er insbesondere auch im Immunsystem, damit er seine Funktionen in jeder Hinsicht gut erfüllen kann. Und ich habe es ja schon über den Sport anklingen lassen. Es gibt klarerweise sehr intensive Bewegungen, Bewegungen, die uns in manchen Organsystemen bis an die Grenze fordern. Kann jetzt sein das Herz-Kreislauf-System, das kann sein der Muskel. Und daher braucht es eine ganz extreme, ausgleichende Form. Das ist dann die Regenerationsphase. Wenn du dich zuerst in einer Intensitätsphase befindest, wenn du sehr energetisch anfordernd, sehr muskulär anfordernd arbeitest oder dich bewegst, dann brauchst du entsprechend dem rechten Bild hier, dem rechten Bildausschnitt, eine Phase, die dich wieder aufbaut, die dich regenerieren lässt, die dann diese Belastung und diese Beanspruchung im Organismus kompensieren lässt. Das sollen diese beiden Bilder hier ausdrücken. Also es geht sehr stark um eine wechselnde Wirkung zwischen hoher Intensität und hoher, insbesondere hoher Beanspruchung des Organismus und dann diese Entlastung und diese Regenerationsphase auf der anderen Seite. Ich habe es hier mit reingenommen, weil es zur Bewegung sehr gut passt und weil es vor allem für das Immunsystem enorm wichtig ist. Auch Lachen ist Bewegung. Und Lachen, diese paar Gesichtsmuskeln, die sich dann bewegen, sofern sich jetzt Lachen nicht als Ganzkörperbewegung äußert, weil es so intensiv wird, aber selbst die Bewegung der Gesichtsmuskeln löst in uns etwas aus. Es beansprucht nicht jetzt nur die Muskulatur, sondern es werden dadurch Hormone frei, alleine weil wir wissen, wenn wir die Muskeln so bewegen, wie wir sie durch das Lachen bewegen, dann ist es mit Freude, mit Lust, mit Spaß verbunden und entsprechend gibt es auch eine hormonelle Reaktion, die uns dann dieses Wohlbefinden auch spüren und dieses Gefühl spüren lässt. Nicht umsonst werden vor allem in asiatischen Gebieten Lachseminare angeboten, die das dann über das ganze Wochenende ziehen und über die Maßen hinaus nur verschiedenste Formen des Lachens selbstgesteuert, fremdgesteuert anbieten, damit wir als Erwachsene insbesondere wieder verstärkt in diese, nennen wir es einmal Bewegung, in diese Bewegung kommen, in dieses Gefühl von, wir dürfen uns freuen, wir dürfen Spaß haben, wir dürfen uns sozusagen unserer lustvollen Freude auch hingeben und dürfen das auch hormonell erleben. Probiert es das einmal aus, stellt sich einmal vor den Spiegel und lacht sich einmal eine halbe Minute an. Ich glaube, es wird spürbar sein, dass da irgendwas in euch passiert. Jetzt zu einem Thema, das vielleicht jenes ist, das in der allgemeinen Bevölkerung am besten bekannt ist und trotzdem die größten Defizite aufweist. So geben es zumindest die Ernährungsberichte wieder. Ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt besonders erfreut, wenn man zu Kindern, zu Jugendlichen über gesunde Ernährung sprechen muss. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, aus der eigenen Erfahrung heraus, das ist etwas, was man sich nicht gerne vorschreiben lässt, weil es doch sehr viel mit Genuss zu tun hat. Ernährung ist im grundlegenden Sinn eine Nahrung geben und dem Organismus diese Nahrung wieder zuführen, weniger aufgrund des Genusses alleine, sondern weil es einen energetischen Bedarf an Nahrung gibt, weil man einfach Energie verbraucht hat, was immer wir vorgängig getan haben und weil es auch einige sehr Mikro-Nahrstoff aufgebaute Substanzen gibt, sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, wie die alle heißen,
die es dann braucht, damit gewisse Stoffwechselvorgänge wieder optimal bis nahezu perfekt laufen können. Also das linke Bild charakterisiert ja das ideale Bild, wie es bei Kindern sein sollte, dass sie reichhaltig zu Obst und Gemüse greifen, dass sie auch entsprechend viel von diesem Obst und Gemüse am Tag essen. Man geht hier von 5 Portionen aus, ihr kennt vielleicht diese 5-am-Tag-Kampagne. Und im Gegensatz dazu, nicht umsonst auch mit einem etwas gräulichen Hintergrund belegt, das rechte Bild, wo Essen einfach schnell verfügbar sein muss, wo es auch schnell verzehrt sein soll. Dieses sogenannte Fast Food oder manchmal geht es in Richtung des Junk Food, weil einfach die Nährstoffhaltigkeit, die Nährstoffdichte ganz, ganz gering immer ist und wir uns fast ausschließlich über den Geschmack bewegen. Und Geschmack ist etwas, was uns lange Zeit überleben hat lassen, dass wir so in der Natur Dinge bevorzugt verzehrt haben, die einen entsprechenden Geschmack hatten, den wir kannten, was uns also nicht lebensbedrohlich vorgekommen ist. Heute ist zum Beispiel der Geschmack Zucker süß, einer, der halt dann verstärkt den Hunger auch fördert und verstärkt den Genuss fördert und weniger, weil wir ihn energetisch brauchen würden. Ich lasse es einmal dabei bewenden und möchte euch nur noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich nicht mehr quantitative Aspekte von der Menge her Aspekte gibt, die bei der Ernährung wichtig sind, zum Beispiel das Kalorien zu zählen oder die Kalorien zu zählen, sondern insbesondere die qualitativen Aspekte es ausmachen, dass wir beurteilen können, wie sinnvoll unsere ausgewählten Lebensmittel sind, Betonung liegt auf Lebensmittel, und vor allem auch, wie hoch die Mikronährstoffdichte, also wie hoch und reichhaltig der Vitamingehalt, der Mineralstoffgehalt, der sekundäre Pflanzenstoffgehalt in einer Nahrung ist. Und da kann man einfach eine Grundregel anwenden. Je frischer, je reifer dieses Lebensmittel ist, je näher es an deinem Wohnort produziert wurde, im Sinne von gewachsen ist, am Boden, am Strauch oder am Baum, je gesünder, würde man jetzt einmal so oberflächlich sagen, je gesünder wäre dann auch dieses Lebensmittel. Die Auswirkungen von Nahrung sieht man relativ schnell, man spürt sie nur nicht immer. Hier sind Zellen abgebildet, in dem Fall sind es Blutzellen mit einer speziellen Fotografie abgebildet. Blutzellen, die auf der linken Seite bereits verkleben, aufgrund einer längerfristig nicht idealen Nahrungs- und Nährstoffsituation. Und die rechte Bildhälfte zeigt wieder so diesen fast optimalen Zustand, in dem sich diese Blutzellen befinden sollten. Also auf der einen Seite eine Verklebung dieser Zellen, damit eine ganz starke Verringerung der Oberfläche. Und ihr könnt euch auch vorstellen, dass dann in sehr engen Blutbahnen, in den sogenannten Kapillaren, nicht alle diese verklumpten Blutansammlungen oder Blutzellenansammlungen hingelangen. Hingegen bei der rechten Bildhälfte diese Zellen mehr oder weniger frei schwimmen im Zellwasser, im Blutplasma und damit also genau die Aufgabe erfüllen, Nährstoffe zu transportieren und das bis in die letzten Körperzellen hinein. Also man möchte gerne den rechten Teil in sich wissend spüren oder wirken haben, und kann das zum Beispiel, und jetzt möchte ich vielleicht noch einen Aspekt mit reinbringen, zum Beispiel auch mit einem hohen Maße an Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser gewährleisten. Ein nächstes wichtiges und sehr interessantes Kapitel und auch jetzt ein neues Kapitel stellt sich dann dar, wenn man sich ansieht, was denn die Emotionen und dann damit auch die gespürten Gefühle für einen Einfluss auf unser Immunsystem haben, auf unseren gesamten Körper, auf unser Wohlbefinden haben. Und das drückt sich halt am besten aus über die Mimik. Ihr seht hier wieder 3 Bilder. Ich glaube, jeder kann in etwa zuordnen, welche Gefühlszustände oder welche Emotionen im Hintergrund das denn sein könnten, wo man von der Mitte ausgehend von einem sehr neutralen Gefühlszustand ausgehen kann. Rechts davon ein sehr lustiges und eher
entspannt freudiges Lächeln und auf der linken Seite ein eher schmerz- oder traurig erfülltes Gesicht. Ja, das kennt natürlich jeder, das kennen wir sehr lange, weil wir ja als Säugling sofort mit den Gesichtern, insbesondere mit den Gesichtern der Eltern konfrontiert sind und damit auch sehr schnell lernen, wie sich kleine Veränderungen in der Mimik dann auf der Gefühlsebene auswirken. Was aber für uns jetzt wichtig zu wissen oder interessant zu wissen ist, ist, dass sich Gefühle sofort auf die Biochemie auswirken. Dass es also sofort eine Entsprechung gibt, wenn du ein Gefühl, einen Gedanken, der ein Gefühl auslöst, hast es entsprechende, man nennt es die Neuropeptide, die hormonelle Seite sich auch sofort verändert. Das ist ein relativ neues Gebiet in der Medizin und das heißt eben Psychoneuroimmunologie. Es ist das Immunsystem sofort betroffen, wenn du chronischen Stress in dir spürst. Und ich glaube auch, dass das in der aktuellen Zeit und in der aktuellen Gesellschaft durchaus etwas ist, was man an Leuten in dem unmittelbaren eigenen Umkreis spüren kann, diesen chronischen Stress. Dann reagiert das Immunsystem in allererster Form mit Entzündungen. Die spürt man anfangs noch nicht, sind aber sehr, ja, sehr schädlich für das, was dann weiter im Stoffwechsel und an den Organen passiert. Und die Kombination aus dem, was in der Psyche abläuft, aus dem, was wir an Gefühlen wirken haben, was wir spüren, das, was im Nervensystem dann verankert wird, und was sich letztendlich auf das Immunsystem auswirkt, das ist sozusagen diese neue Forschungsrichtung und neue wissenschaftliche Richtung der Psychoneuroimmunologie. Das hat Auswirkungen bis hin auf die kleinsten materiellen Bestandteile in uns, in unserem Organismus, also bis hin auf die DNA und damit auch bis hin auf das Erbgut. Und die nächste Ebene, die man also hier bewusst angehen kann, wäre dann die Ebene des Denkens, des klaren Gedankens. Und klare Gedanken kann man nur dann haben, wenn wir genug Informationen haben, um Gedanken auch zu ordnen. Wenn wir nichts wissen, müssen wir viel glauben. Das ist so ein altes, übermitteltes Sprichwort. Daher, Wissen ist in dem Falle wirklich auch Macht. Und was macht die Macht? Die Macht führt dazu, dass wir wieder ein klares Denken bekommen können. Eine Informationsflut führt nicht automatisch zu klarem Denken. Das heißt, seid sehr sorgfältig, mit welchen Informationen ihr euch permanent füttert und versucht auch im Hintergrund immer ein klares Bild zu bekommen, was diese Informationen zu bedeuten haben. Versucht euch über klare Quellen oder über sehr seriöse Quellen auch zu informieren, egal welche Themen das betrifft, damit also klares Denken und Klarheit für euch in den relevanten und in euch wichtigen Lebenslagen auch herrschen kann. Ich möchte euch, um auch hier Klarheit zu schaffen, ein kurzes Video zeigen. Ihr seht hier so ein 1-Cent-Stück und darauf so ein kleines Salzkorn. Und dieses Salzkorn, das ist jetzt das Bild für uns, das, was wir im Gehirn jetzt untersuchen. Und die neue Technologie gibt hier Möglichkeiten, um hier diese Untersuchungen überhaupt möglich zu machen, dass wir inzwischen in der Lage sind, ein salzkorngroßes Stück Gehirn so zu analysieren, dass wir eine Idee bekommen, was denn die Kapazitäten von diesen zentralen Nervensystemen, die wir alle mit uns herumtragen, was die denn bieten können. Also stellt euch vor, wir würden dieses salzkorngroße Stück Gehirn in 10.000 Schichten, das ist inzwischen mit einem Laser möglich, in 10.000 Schichten zerteilen, als würde man ein ultrascharfes Messer an dieses Salzkorn ansetzen, beziehungsweise reden wir jetzt von einem salzkorngroßen Stück Gehirn. Und diese kleinen Teile, diese kleinen Schichten, die daraus entstehen, seht ihr jetzt da als kleine Punkte dargestellt. Ich hoffe, das war jetzt erkennbar, dass also jede einzelne Schicht hier mit einer Gigapixel-Kamera abgelichtet wird, die also 1000-mal mehr auflöst, als es aktuell unsere Handykameras tun. Und so ein Bild einer Schicht könnte dann so aussehen.
Man sieht hier noch sehr gut abgegrenzt die einzelnen Strukturen, die sich daraus ergeben. Wir werden dann noch näher sehen, was das alles sein kann. Aber wir hätten dann also 10.300 dieser Schichten abfotografiert, übereinander gelegt und bekommen dann ein Bild von diesem 100 Terabyte speicherfähigen Block von Gehirnmasse. Wenn man das jetzt durchlaufen lässt wie einen Film, also diese 10.300 Sektionen durchlaufen lässt, dann sieht man hier sehr gut und sehr gut verfolgbar diese Strukturen. Manche werden natürlich dann größer und manche wieder kleiner. Also wir zoomen jetzt uns sozusagen in das Volumen von diesem kleinen Gehirnstück. Und um das noch besser darzustellen, kann man das einfärben. Das lässt halt die Rechenleistung von großen Computern absolut zu, dass wir ein noch klareres, noch genaueres Bild haben, wie es in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem aussieht. Aus diesem großen, kleinen, großen Gehirnteil zoomen wir uns jetzt noch einmal ins Detail, damit wir sehen, welche Strukturen es da drinnen gibt und gehen weiter und weiter ins Detail, bis wir einen so einen kleinen Zylinder an einem Blutgefäß, der so ein Blutgefäß umfasst, noch einmal detailliert auseinanderpflücken. Also wenn du jetzt diese 700, 800 Teilchen, die sich da einzeln isolieren lassen, noch einmal auseinanderpflückst, dann bekommst du eine Idee, wie feinst im Nanobereich sich hier Verbindungen bilden. Verbindungen zwischen Nervenfasern, zwischen Nervenzellen, zwischen Andockstellen, Überträgerstoffen, die dort ausgeschüttet werden. Und warum das für uns wichtig ist, es zeigt einfach diese unglaubliche Kapazität, die wir in unserem Nervensystem haben und auch die unglaubliche Flexibilität. Denn wenn du eine neue Bewegung lernst, dann werden neue Verbindungen angebahnt. Wenn du dann die Bewegung öfter wiederholst oder es zumindest versuchst, dann werden diese Verbindungen immer mehr materialisiert. Darum brauchen wir jetzt nicht mehr nachdenken, wenn wir irgendetwas greifen oder Alltagsbewegungen machen, wie über die Stufe zu gehen. Das ist für einen Roboter enorm schwierig und braucht sehr viel Rechenleistung. Und das wollte ich mit diesem Bild auch ausdrücken. Unsere Kapazität dieses zentralen Nervensystems, aber auch der Peripherie, ist so wahnsinnig und fast schon nicht vorstellbar groß. Und die können wir, indem wir ganz viel verschiedene Bewegungen machen, in der Form auch nützen. Und nicht nur die Bewegungen sind es, es sind auch die Gedanken, die wir haben. Wenn wir permanent dieselben Gedanken haben, dann bilden sich natürlich dieselben Bahnen immer stärker aus. Wenn wir aber versuchen, uns mit neuen Informationen zu füttern, neue Wissensgebiete anzugehen, dort und da vielleicht Interesse zu wecken für neue Wissensgebiete, das ist etwas, was genau unseren Fähigkeiten, insbesondere im zentralen und peripheren Nervensystem, entspricht. Und das ist der gesunde Aspekt davon. Wenn wir ständig also mit Bedrohungen konfrontiert sind, wenn wir ständig hören, wie schlecht es um uns herum aussieht, dann werden entsprechend andere Bahnen gebahnt. Und das ist also nicht der Weg, der genau zu diesem Schild hier führt, nämlich zu Happiness, zum Glück. Ich habe einen englischen Begriff dafür gewählt. Alles das, was wir letztendlich jeden Tag verfolgen, um etwas glücklicher zu werden, etwas glücklicher uns zu empfinden und zu sein. Aber nicht nach dem deutschen Begriff Glück, wo wir genauso den Zufall, das Zufallsglück oder das Glück, das wir im Casino haben, meinen. Und da kennt halt die englische Sprache etwas mehr Begriffe. Eben der Happiness-Begriff würde dem genau entsprechen. Nicht nur Luck oder Joy oder Fun, sondern die empfundene Happiness. Das ist es genau, wonach wir trachten. Und wir können auch durch das Atmen, das ist eigentlich etwas, was ich insbesondere in den letzten Jahren besonders kennengelernt habe, dass die Atmung in jeder Form von Glücksgefühl dabei ist, natürlich auch in jeder Form von Schreck oder von Angst. Und ich habe das also insbesondere kennengelernt, wie sich das dann in das Vegetative, in das autonome Nervensystem einpflanzt, wie sehr wir mit Atmung und mit Atmungseinschränkung oder mit freier Atmung unsere Gefühls- und Stoffwechsellage beeinflussen können. Möchte natürlich jetzt nicht genau darauf eingehen, ich habe das auch in einem Buch beschreiben dürfen. Das Buch heißt Die Macht in dir, wiederum, wie sich der Körper dann auch selber regulieren kann, und dazu nur ein kleines Bild.
das ist jetzt eine Regulationsbewegung, wie sie unwillkürlich passiert. Das ist gut, das ist angenehm, das ist nicht krankhaft, schaut zwar etwas spooky aus, aber so kann über die Atmung und über die Ruhe wieder dieses freie Gefühl, diese freie Dynamik im Organismus einsetzen. Und sehr oft kommen dann auch Happiness-Gefühle ganz spontan wieder zustande, also so Glücksgefühle, weil sich gewisse Körperbereiche wieder anfangen zu lösen, die man lange Zeit verspannt hat. Und man hat wieder ein ganz, ganz spezielles und eigenes Körpergefühl. Also es gibt so viele Aspekte, die uns in irgendeiner Form ein Glücksgefühl, ein gutes Gefühl, ein angenehmes Empfinden vermitteln. Ebenfalls dafür verantwortlich sind die emotionalen Bedürfnisse, die wir hoffentlich vielfach erfüllen können. Also die emotionalen Bedürfnisse sind jetzt vielerlei Hinsicht. Ich werde euch die wichtigsten jetzt auflisten und ganz kurz beschreiben. Ein wichtiges Gefühl, um sich gut zu fühlen, ist Sicherheit. Das begleitet uns seit Anfang an. Wir würden uns ganz gerne sicher fühlen. Interessanterweise ist genau die Unsicherheit ebenfalls so ein Bedürfnis, das uns wichtig ist. Das hat aber nichts mit dem Gegenteil von Sicherheit zu tun, sondern es hat mehr damit zu tun, dass wir gerne ein Neues erfahren, was uns noch nicht so bekannt ist, was einen gewissen Neuigkeitswert hat, was auch dann und wann mit einer gewissen Risikobereitschaft zu tun hat, die wir gerne eingehen. Und diesen Kick, diesen Adrenalinkick, der uns dann ja lange Zeit manchmal fehlt, ganz bewusst eingehen wollen. Also das wäre sozusagen diese Polarität zwischen Sicherheit und Unsicherheit, in der wir gerne unsere Bedürfnisse befriedigt sehen. Was auch wichtig ist, ist, dass wir Bedeutung haben, dass wir Bedeutung als Person haben, auch bedeutsame Arbeit oder bedeutsamen Tätigkeiten nachgehen. Das ist auch etwas, was uns insbesondere im gesundheitlichen Bereich ganz wichtig begleitet, ein Leben lang. Also wenn ihr stundenlang in für euch sinnlos empfundenen Tätigkeiten herumhängt, dann wird euch genau dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis fehlen. Erst an, in dem Falle, vierter Stelle, aber dennoch sehr bedeutsam ist natürlich auch die Empfindung von Liebe, oder nennen wir es in dem Zusammenhang mal die Verbindung zu anderen Personen, zu anderen Menschen. Sehr biologisch betrachtet würde man sagen, die Nervensysteme trachten danach, sich zu verbinden. Das ist etwas, was sehr wenigen Säugetieren eigen ist. Das haben wir insbesondere durch einen speziellen Anteil in unserem Nervensystem sehr stark ausgeprägt, dass wir uns gerne in eine Gemeinschaft begeben oder zumindest auch in eine Partnerschaft begeben und diese Verbindungen sprichwörtlich suchen. Für uns alleine betrachtet, für unsere Person individuell, ist auch Wachstum wichtig. Wachstum hat ja sehr viel auch zu tun mit Bedeutsamkeit und sozusagen als Person zu reifen und mit dieser bildlich hier dargestellten Gießkanne unsere Persönlichkeit zum Wachstum zu bringen. So im Zusammenhang mit Gemeinschaft, mit Beitrag in der Gemeinschaft, mit Wachstum, den wir selber initiieren, ist eben auch die Gesellschaft als Basis dafür, wo wir Beiträge einbringen können, sehr wichtig. Das ist wiederum ein wichtiges Bedürfnis für uns. Und daher möchte ich nochmal darauf hinweisen, also das, was wir hier klar vor unserem Radar haben, ist wiederum nur eine Folge davon, wie klar wir denken können. Dass hier Klarheit herrscht, dass wir unsere Bedürfnisse erkennen, dass wir sie spüren und erkennen, dementsprechend auch dem nachgehen können und dann entsprechende Handlungen setzen können. Ich möchte aber auch nicht vergessen, und das ist ja nicht im Sport allein so, sondern es ist wirklich im Leben so, das könnte ich aus meiner eigenen Biografie genauso sagen, dann und wann braucht es auch die glücklichen Zufälle, die glücklichen Begegnungen. Man kann das natürlich auch sehr gerne als schicksalhafte Begegnungen bezeichnen, aber es regiert in unserem Leben, auch im Sport, Fußball ist ein ganz gutes Beispiel dafür, es regiert der Zufall. Ich habe also versucht, euch ein paar, ja, meistens sehr stark gedanklich fixierte und gedanklich orientierte Werkzeuge an die Hand zu geben.
Der erste Effekt und der erste Initiator ist immer der Gedanke, nachdem du dann handelst, nachdem du dich dann vielleicht bewegst, nachdem du dich vielleicht ernährst, gesund ernährst, ausgewogen und ausreichend ernährst, nachdem du dann weitere Gedanken führst und deine Handlungen setzt. Das wäre also im Sinne eines sehr reichhaltigen Werkzeugsets eine wirksame und auch ja, dann und wann sehr interessante Methode. Wenn du viele deiner Bedürfnisse befriedigt hast, wenn du ausgewogen durch den Tag gekommen bist, dann ist wieder die Phase der inneren Ruhe und des inneren Friedens eine, die einsetzen darf. Und das hat viel zu tun mit dem, wie sehr du dich im Gleichgewicht befindest. Aber man das nicht als Gleichgewicht bezeichnet, sondern vielleicht diejenigen, die jetzt gerade auch in der Schule mit diesen Lernfächern konfrontiert sind. Das ist wie eine Bilanz, die du dann führst. Also wie viele positive Momente du im Tag erlebt hast, die dann die wenigen negativen möglicherweise nicht nur ausgleichen, sondern überwiegen. Und unsere Spaßgesellschaft spricht ja sehr häufig von diesen Tätigkeiten, die halt ja, dann und wann eben zu diesem Gefühl von Spaß führen. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass fast jede Tätigkeit, die ich vorher beschrieben habe, zu Freude führen kann. Das ein bisschen einen unterschiedlichen Charakter und eine unterschiedliche Bedeutung zu Spaß hat und auch hier wieder die englischen Begriffe sehr viel mehr ausdrückend, der Unterschied zwischen Fun und Serious Fun. Also du kannst auch in Tätigkeiten, die dir manchmal fast als berufliche Aufgaben erscheinen oder als Berufungen erscheinen, sehr viel Freude erleben. Das sei damit ausgedrückt. Und das ist dann auch in der Summe von dem allem, was wir da besprochen haben, was ich euch versucht habe, über einfache Bilder und sehr einfache Informationen, hoffe ich, hier näher zu bringen. Das ist hier nochmal die Zusammenfassung, sodass du für den Tag und für die Taten des Tages, für die Handlungen und die Gedanken des Tages eine besondere und eine sehr resistente und resiliente Fitness aufbauen kannst und damit sehr viel gegen die aktuellen Einflüsse aus der Gesellschaft tun kannst. Es gehören die persönlichen Bereiche Atmung, Bewegung, Ernährung und deine Denkweise dazu. Es ist so ein Grundprinzip, immer mit Extremen auch viel mehr umgehen zu können, aber immer wieder auch Klarheit über deine eigenen Emotionen, über deine Gefühle und über deine Denkmuster zu bekommen. Und wenn wir, und da gehe ich jetzt ganz kurz auf dieses Bild ein, das natürlich schon etwas länger her ist, es gibt aktuell leider keine vollen Stadien. Wenn wir dieses Bild als solches wiedererleben, dann können wir von Erfolg sprechen. Dann haben wir nämlich eine sehr herausfordernde Phase in der Gesellschaft durchgetaucht. Wir sind hoffentlich auch wieder sportlich erfolgreich, aber in diesem Zusammenhang und an der Stelle wünsche ich euch, die ihr da bis zum Ende zugehört habt, ganz viel Erfolg in eurem persönlichen Sport und in eurem persönlichen Leben, in der Meisterung jeden einzelnen Tages. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Möglichkeit, die hier geboten wurde bei Learn for Life, was ja einen ganz, ganz tollen Botschaftscharakter hat, eine ganz tolle Message im Hintergrund, das Lernen etwas Spaßiges, etwas Freudvolles ist und ich wünsche euch dabei eben noch einmal viel, viel Erfolg und ganz viel Freude.